Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Hammerwatch. Ja, ich starte aus dem Hauptmenü heraus, einfach aus dem Grund, weil ich weiterhin mit OBS aufnehme, also der Open Broadcast Software, weil ich es mit DxTory einfach nicht hinkriege, irgendwie die Framezahlen hochzukriegen. Keine Ahnung, ob das an meinem Grafiktreiber liegt oder sonst was. Aber mit der Open Broadcast Software scheint es auch ganz gut zu klappen. Mein einziges Problem ist halt, dass ich nur eine Soundline habe. Das heißt, wenn mal kurz der Sound ausfällt, dann habe ich den rausgeschnitten, weil ich irgendwelche Störgeräusche drin hatte. Also bitte mir das nicht übel nehmen. Ist ja auch nur ein kleines Projekt. Die nächsten größeren Projekte, die ich schon im Kopf geplant habe, werden dann hoffentlich wieder mit DxTory laufen. Also, wir wollen das Spiel laden. Das war hier der Brenno hier. Genau, im Sun-Tempel. Laden wir einfach. Und da sind wir wieder in der Arena und können hier einfach weitermachen, hoffe ich mal. Glad to see someone made it all the way here. My man and I managed to hold the monsters back. This part of the cave should be clear. Also ja. Die Arena. Wir müssen die Arena betreten, um weiterzukommen, also auf die Seite hier zu kommen. Survivors Zero. Na gut, dann gucken wir mal, wie lange wir das surviven werden. Wow. Bossfight. Ach du meine Fresse. Okay. Bossfight. Bossfight auf die Art ist mies. Weil das Problem ist ja halt wirklich, ich bin Nahkämpfer. Au. Ich bin Nahkämpfer und sterb gleich. Autsch. Okay. Au. Ich bin Nahkämpfer, das heißt, ich kann dir nicht so gut Schaden machen. Und ich komme halt auch nicht so gut vor dem weg, merke ich gerade. Okay. Es sind übrigens mehrere solche Würmer. Ah, jetzt klappt es mittlerweile etwas besser. Ich muss halt einfach, wenn er unter mir ist, wegdashen. Und wenn er hochkommt... Au, genau. Au. Gut, nehmen wir einfach mal unsere Portal. Also ich denke mal, ich werde hier noch mehrmals sterben. Obwohl er sieht mittlerweile recht gut aus. Komm. Au, und jetzt bin ich zu nah an die Fliegen gekommen. Das ist weniger schön. Wegdashen, ein bisschen hochheilen. Aus der Gefahrenzone rausdashen. Und jetzt habe ich kein Mana mehr. Wow, einen habe ich besiegt. Gut. Einen habe ich von ihnen schon mal getötet. Das heißt, es wird etwas einfacher. Vor allem da die sogar Boni droppen. Okay, zweiter Tod. Nutze ich mal die Zeit, um mich hochzuheilen, wollte ich sagen. Aber die machen ja schon wieder Stress, die beiden hier, die noch übrig sind. Au. Okay, tot. Zwei Tote bis jetzt in der Arena. Also ja, die Viecher sind nicht leicht zu besiegen. Als Ranger würde ich ihnen einfach Bomben ins Maul legen. Okay, es ist nur einer, es waren mehrere. Mehr als nur vier, gut. Und du wirst wahrscheinlich der sein, der den Schlüssel gefressen hat. So.
Gut, you survived the arena. Das war der erste Bossfight. Juhu. Hätte ich gewusst, dass da ein Bossfight noch kommt, hätte ich die noch am Ende der letzten Aufnahmesession gemacht. Aber okay. So, heilen wir uns ein bisschen hoch. Oh. Viel Viehzeug, hm? Und da oben sehe ich einen Geheimgang. Secret Fountain, Level and Health Up. Ich sage immer Level Up, weil da ein steht da ein VL oder habe ich wie verlese ich mich dauernd? Das werden wir ja gleich sehen. Oh, ich bin verwirrt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Was steht hier? Nein, 5 Ups steht hier. Okay, 5 Ups. Dicker Stein. Und wir haben die Brücke restored. Sehr schön. Hast du uns was dazu zu sagen? Oh, you made it. I didn't think it was possible. Guess I updated the sign then. Huh? Survivors won. Congratulations. Jo, hast du uns noch was zu sagen? Erstmal futtern wir hier die Ration weg. Glad to see someone, ja. My man managed to hold the monsters back. Ist okay. Dann schauen wir mal, wo uns jetzt der Weg hinbringt. Subterranean Passage, okay. The Arena. Subterranean Passage below the Temple. Okay, ich kann mich mal kurz hochheilen, weil hier ist Mana. Wenn ich nicht aus Versehen dashe. Au. Was hat mich der blöde Käfer noch treffen müssen, unbedingt. Okay, und hier. Hä? Was? Ich dachte, ich müsste mich hier durchhacken, aber gut. Und hier ist noch ein bisschen Viehzeug. Ist auch okay. Noch One Up. Ich finde es gut, dass ich die mittlerweile so schnell töten kann. So, war das hier jetzt die Subterranean Passage? Ihr müsst mich dann ehrlich nochmal erkundigen, wo der Storage Room ist. Nein, ich bin immer noch in der Passage. In den Tempel. Da unten ist ein schwarzes Dreieck, weil da die Border vom Game ist. Oder von der Map, besser gesagt. So. Sammle ich mal das Zeug alles auf. Töte den Gegner hier. Und jetzt bin ich wohl im Tempel drin. Temple of the Sun Back Entrance. Hintereingang, okay. Ja. Oh, ups. Ja, danke. Ist so irgendwas, was man hauen kann? Nö. Gut, ich kann jetzt also einfach hier den Tempel verlassen. Oh, you find a way into the temple? Ha. Huh. Gut. 5 Tode mittlerweile. Das heißt, ich habe das die fünf Leben, die ich gerade noch hatte, einfach mal so verbrutzelt. Hier oben war ja nichts, gell? Nee.
Jetzt müsste ich mich eigentlich nochmal kurz schlau machen, wo der Storage Room und alles ist. Get inside the temple, ja. Kill Kilif and Sharan, then return to me. Okay. Ja, die Rune Keys wurden wir, aber Vendors can't. Jo. Oh, der hat wieder frisches Essen für mich zubereitet. Sehr schön. Das heißt, ich kann mich wirklich jedes Mal hier ziemlich gut heilen. Und das hier wird wahrscheinlich die Endpassage dann sein. Ja, zum Endboss. We see the passage to the Sun Altar by turning off all 6 Solar Nodes. To reopen, you will need to turn them all on again. Ja, wie turn ich die on? Wahrscheinlich in der Pyramide auf 4 nachher. Deine Spitzhacke. Mhm. Blätter mal um. Of course I went and left the pickaxe inside the temple. Ah ja, okay. Also im Tempel finden wir die Pickaxe. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, gehen wir mal kurz in die zweite Ebene der Caves. Oh, spack nicht rum. Ist hier der Pump Operator hier oben. Ich sollte die Map ausmachen, sonst spackt das ein bisschen. Pump Station. Und irgendwer hier meinte ja, die der Pumphebel wäre im Storage schon. To the temple and help Jan find a replacement level for the pump. Okay, der ist also auch im Tempel. Sehr gut. Das heißt, wir finden beide Sachen nachher im Tempel. Und können uns dann hier nochmal im Untergrund umsehen, wenn wir das Wasser abgepumpt haben. Also nochmal speichern. Geld ausgeben, würde ich mal sagen. Vor allem für Defense-Sachen wäre nicht schlecht. Divine Wrath. Gibst du Paladin eine Chance zu stun? Shield. Also auf jeden Fall Shield. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Healing oder Combo Timer könnten wir upgraden, aber ich will mal Damage Upgrades auch noch holen. Wobei Mana Pool wäre auch nicht verkehrt. Gucken wir erstmal, was Damage Upgrade kostet. Sword Arc, Charge Range. Ne, ich mache erstmal Sword Damage. So. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das Maximum war, auf die ich upgraden kann. Hier könnte ich mir Potions kaufen, aber Potions finde ich nicht so sinnvoll. Die finde ich hauptsächlich. Ich schaue lieber, dass ich hier im Sun Temple Geld mache und weiter Upgrades mache. Okay, wir sind Feind Chantelarian, ja. Wir sind jetzt im Sun Temple angekommen und haben eine neue Quest. Das heißt, hier warten wahrscheinlich auch neue Gegner auf uns. Also da drüben sind schon mal Mumien und da unten irgendwelche Zombies. Ja, Mumien. Und die spawnen wahrscheinlich aus den Sarkophagen. Ja, tun sie auch. So. Thanks for saving me. I didn't want to open the door with all those undead around her. The rest of the guards and priests were possessed by these monsters. They are all undead beasts now. Schön. I assume you are here to restore access to the altar. Unfortunately, we dropped the note mirrors when the monsters started to appear. They are scattered around the temple. Yeah. You need to set him on the stands to direct sunlight to the nodes. Stay away from the light beam, it's extremely hot. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, um hier durchzukommen, müssen wir hier erstmal so einen Node-Spiegel installieren. So, holen wir uns erstmal das ganze Viehzeug hier, was hier rumwuselt.
Ja, schön löst eine Falle aus. Das habe ich auch gern. So. Und das hier ist sehr funky da drüben, muss ich sagen.